Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ist ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe, aber wenn ich es richtig weiß, müssen wir ins Dorf Kakariko. Mal schauen, ob ich es noch hinbekomme. Ob ich mit der Steuerung noch klarkomme. Also hier haben sich die ganzen Leute verzogen. Schauen wir mal, ob wir genug Golden Scutulas zusammen haben für das erste Upgrade. Ach, da ist einer. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Die große Börse. Jetzt kannst du eine größere Geldbörse erhalten und kannst insgesamt 200 Rubinen tragen. Ist doch schon mal ein Anfang. Na, haben wir mal wenigstens etwas mehr als 99 Rubinen. Ist doch schön. Des Totengräbertagebuchs. Willst du es lesen? Na klar. Wer immer dies liest, der möge mein Grab betreten. Ihm gebe ich meinem langen, kurzen Schatz. Ich warte, Boris. Also müssen wir sein Grab finden. Sollte ja nicht so schwer sein auf einem Friedhof. Ist es nicht. Hier ist etwas. Mal gucken, ob es das Grab ist. Es ist nicht das Grab, aber was Schönes. Was ist hier drin? Rubin. Können wir das hier wegsprengen? Was verbirgt sich hier hinten dran? Ein Brunnen. Wir haben noch zwei Feen, aber wir können uns trotzdem mal regenerieren. Dann gucken wir mal, wo das nächste Grab ist, wo er vielleicht sein könnte. Also Gräber mit so Pflanzen sind was Besonderes. Das ist gut zu wissen. Komm, geh weg, alter Geist. Könnte hier sein Grab sein. Ja, hier ist ein Grab. Ist es der Boris?
Hey, hey, Junge, bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen, wenn du es dir zutraust. Versuchen wir es mal. Nein, Navi, ich rede jetzt nicht mit dir. Oder hast du was Wichtiges zu sagen? Soll ich schick glauben und nach Geräten werden? War nichts Wichtiges. Können wir ihm nicht folgen, wir müssen außen rum. Haben wir es geschafft? Die Zeit beträgt 1 Minute 5. Hey Junge, du bist gut zu Fuß, was? Zur Belohnung werde ich dir meinen Fanghaken anvertrauen. Damit wirst du nun an Orte gelangen, die bisher außerhalb deiner Reichweite lagen. Besuch mich doch noch mal wieder. Wenn du in der Gegend bist, dann gebe ich dir wieder etwas Wertvolles. Noch etwas, sei auf dem Rückweg sehr vorsichtig. Der Fanghaken. Geil. Weißt du, wir haben jetzt einen Fanghaken. Boah, ich mich immer erschreckt. Kriege ich das Lied nicht mehr zusammen? Ach, nach unten, okay. Das. Malva. Nochmal. Geht doch. Komm, wir holen uns noch das Herzstück. Ein Herzteil. Sammle noch 2 Herzteile und du hältst deinen neuen Herzcontainer. Okay. Ich werde nie vergessen, was vor 7 Jahren geschehen ist. Grrr. Daran ist nur dieser Typ mit seiner Ocarina schuld. Wenn er sich noch einmal sehen lässt, kann er etwas erleben. Was? Du bist eine Ocarina? Das darf doch nicht wahr sein. Das erinnert mich an diesen Tag vor genau 7 Jahren. Damals kam so ein Rattengesicht hier herein und hat ein seltsames Lied gespielt. Das hat alles durcheinander gebracht.
Nie werde ich dieses Lied vergessen. Hymne des Sturms. Du hast die Hymne des Sturms erlernt. Und danke fürs Einschalten heute zu der heutigen Folge und wir sehen uns im nächsten Part von Ocarina of Time. Auf Wiedersehen!